Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man einen tabellarischen Lebenslauf in Word erstellen kann. Wenn wir fertig sind, dann habt ihr eine wunderbare Vorlage, an der ihr sehr, sehr leicht irgendwelche Sachen ändern könnt, um euren Lebenslauf eben zu personalisieren. Das heißt, dieses Tutorial ist eigentlich gedacht als so eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, bei der ihr einfach sehr, sehr leicht irgendwelche Sachen ändern könnt, weil so ein Lebenslauf ist ja etwas sehr Individuelles und deswegen ist es ja sicherlich auch hilfreich, wenn man nicht einfach nur eine Standardvorlage sich aus dem Internet runterholt und dann seine Informationen reinklatscht. Ein Beispiel, wie das Ganze dann später funktioniert: Ihr könnt dann einfach, wenn ihr sagt, hier gefällt mir meine Schrift nicht, von meiner hier Kapitelüberschrift, dann geht ihr einfach Rechtsklick auf Ändern und wählt dann hier Times aus, macht das vielleicht ein bisschen größer und kursiv und schon seht ihr, sofort wirkt mein kompletter Lebenslauf etwas edler vielleicht, weil ich eine andere Schriftart gewählt habe und sofort wurde die und auch die Überschrift automatisch angepasst. Und ich möchte euch noch zeigen, wie man dann hier diese farbigen Balken einfügen kann oder auch diese Linien hier oben drüber. Genau. Kurz zur Hilfe, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir haben hier eine Tabelle dahinter versteckt, die ihr nicht seht. Die habe ich ausgeblendet. Ich mache sie mal sichtbar. Entwurf und auf Rahmen. So, und dann seht ihr, wie eigentlich diese Formatierung zustande kommt. Wir haben hier zwei Spalten. Links sind die ganzen, ist immer das Datum eingetragen und auf der rechten Seite dann immer die Informationen dazu. Und unsere Überschrift, seht ihr, ist in einer durchgehenden Zelle dieser Tabelle angelegt. Gut, dann fangen wir auch schon an. Gehen wir auf ein leeres Blatt, gehen auf Einfügen und dann auf Tabelle und wählt eine Tabelle mit zwei Spalten aus. Wenn die noch nicht lang genug ist, dann macht euch keine Gedanken, das können wir später noch beliebig erweitern. Gut. Wir haben gesagt, wir möchten die linke Spalte etwas dünner haben. Könnt ihr es doch nochmal anschauen. Also hier ist natürlich etwas dünner, schmaler. Das heißt, wir ziehen einfach unseren Strich etwas nach links. Markieren dann hier diese beiden Zellen. Rechtsklick und Zellen verbinden. Und schon haben wir hier oben eine durchgängige Zelle, beziehungsweise Zeile. Dann tippe ich hier einfach mal meine Informationen ein, Kontakt. Mache unten nochmal genau das gleiche, also ich markiere beide Zellen, Rechtsklick und Zellen verbinden. Warum, werdet ihr euch vielleicht fragen, zu Recht. Und zwar ist der Hintergrund der, wenn ich diese Zeile hier drin nicht habe, ich mache mal wieder den Rahmen weg, so. Wenn ich das jetzt nicht habe, ich lösche das raus, Zeile löschen, dann sieht man, wie die Schrift hier ziemlich nah unter dem Kasten dran klebt. Das ist in meinen Augen jetzt nicht sonderlich schön, sondern schön, dass es so wie hier, dass dann ein gewisser Abstand dazwischen ist und das erreicht man eben am einfachsten, indem man hier einfach eine leere Zeile einfügt. Dann gebe ich jetzt hier meine Informationen ein. Moment kurz. Stadt, E-Mail-Adresse vielleicht noch. Entschuldigung. So, kleine Info am Rande noch. Zum einen, E-Mail schreibt sich im Deutschen, soweit ich weiß, großes E, großes M. Und wenn ihr jetzt auf Enter drückt, dann ist die E-Mail-Adresse immer blau und unterstrichen. Wenn ihr das nicht haben wollt, einfach Rechtsklick drauf und dann Hyperlink entfernen. Und dann seht ihr, wie das wieder normal aussieht. So, dann lassen wir eine Zeile Platz. Und aus dem gleichen Grund wie oben auch, wenn wir den Platz nicht lassen würden, dann wird das Ganze hier, ich mach's mal raus, einfach, na. Okay, gut, da habe ich jetzt nicht gelassen. Nope. Gut, da habe ich es hier gemacht, ihr seht es über einen Enter. Oder über einen Absatz reingemacht. Ich würde vorschlagen, wir machen hier einfach nochmal eine Spalte so rein. Verbinden hier das Ganze wieder. Rechtsklick Zellen verbinden. Schreibe dann hier rein Ausbildung zum Beispiel. Unten drunter wird das Ganze wieder mit Zellen verbinden verbunden. Und dann kann ich hier schon anfangen, meine Daten einzugeben.
Also zum Beispiel 2010 bis 2015 nennen wir mal an Hochschule irgendwas und dann noch das, was ich da gemacht habe. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Stimmt jetzt nicht, aber naja, so geht's weiter. Gut, jetzt sind wir am Ende unserer jetzigen Tabelle angelangt. Und ich möchte jetzt noch weitere Zeilen einfügen. Das könnt ihr entweder mit der Tab-Taste machen, die befindet sich links von Q. Damit schaltet ihr normalerweise zwischen den einzelnen Zellen um. Also wenn ihr jetzt hier drin seid, Tab drückt, springt ihr in das nächste, nochmal Tab, springt ihr in das nächste und jetzt nochmal Tab. Und dann wird eine neue Zeile erschaffen. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen. Oder ihr macht einfach Rechtsklick hier rein und wählt dann Einfügen. Und dann könnt ihr auswählen, ob ausgehen von dieser markierten Zelle oben drüber oder unten drunter noch eine neue Zeile eingefügt werden soll. Funktioniert natürlich auch. Wenn ihr merkt, oh, ich habe dazwischen was vergessen, dann könnt ihr hier reinklicken, Rechtsklick, einfügen und dann Zeile oberhalb einfügen. Also dann hätten wir hier wieder etwas Platz. Gut. Ich habe jetzt schon mal was vorbereitet, damit ihr mir nicht zuschauen müsst, wie ich hier irgendwelche Informationen reintippe. So sieht das Ganze aus. Wenn ihr dann fertig seid, wir haben hier oben jeweils die Überschrift von unserem in Anführungszeichen Kapitel. Dann haben wir hier unsere Informationen. Hier dann die Jahreszahl und hier dann, um was es sich handelt. Gut. Okay, ich zoome mal etwas weiter rein. Genau. Ich hoffe, das könnt ihr jetzt gut erkennen. Was wir jetzt machen möchten, ist, wir möchten jeder unserer entsprechenden Punkte, also der Überschrift oder hier unserem Text oder unserem Datum, eine Formatvorlage zuweisen. Formatvorlage bedeutet, es ist eine bestimmte Art von Formatierung und jeder Text, der diese Formatvorlage hat oder diese Formatvorlage zugewiesen bekommen hat, sieht gleich aus. Also ich zeige euch das mal in einem Beispiel. Wir gehen hier auf Kontakt, formatieren jetzt diesen Text hier so, wie wir es haben möchten. Also ich wähle Kontakt, dann beispielsweise Times New Roman, Schriftgröße 14 und Fett, weil es ist ja immerhin eine Überschrift. Dann gehen wir hier unten, wenn ihr dieses Fenster nicht habt, Entschuldigung, geht im Reiter Start, hier bei Formatvorlagen unten auf dieses ganz kleine Pfeilchen, klickt da drauf. Dann seht ihr dieses Fenster Formatvorlagen und dann könnt ihr hier auf Neue Formatvorlage klicken. Wenn ich das jetzt mache, seht ihr, wie es schon den Text übernommen hat, weil er hier markiert ist. Also wichtig, dass ihr den Text hier markiert. Und dann geben wir dieser Formatvorlage einen Namen. Ich nenne es einfach mal Kapitel Überschrift. Okay. Diese Formatvorlage werde ich jetzt meinen anderen Überschriften hier zuweisen. Das heißt, ich markiere einfach den Text und klicke dann hier oben auf Kapitelüberschrift. So. Und jetzt hat das Ganze den Vorteil, wenn ich das jetzt ändern möchte, kann ich einfach hier oben Rechtsklick drauf machen, gehe auf Ändern und kann dann hier zum Beispiel die Schriftgröße ändern und das Ganze anstatt Fett kursiv machen. Und schon sehen wir, wie das immer, wie sich komplett jede Überschrift ändert. Und so habt ihr sehr, sehr schnell später die Möglichkeit, ein bisschen herumzuspielen, zu schauen, wie wirkt welche Schriftart, soll ich es kursiv machen oder fett gedruckt. Und ihr habt den Vorteil, dass alles immer gleich aussieht. Weil wenn man das von Hand machen würde, dann vergisst man vielleicht mal irgendwie eine Schriftart zuzuweisen oder macht anstatt Schriftgröße 10, macht man das eine 10, das andere 11 und dann sieht es, man sieht es vielleicht am Bildschirm nicht. Nur später, wenn es irgendwie vielleicht doch mal ausgedruckt werden sollte von den Personalleuten, sieht man das dann schon eher. Insofern ist das eigentlich eine sehr schöne Methode, um den Text immer gleich zu formatieren, sodass er später auch schon einheitlich aussieht. Okay. Das gleiche machen wir jetzt hier mit unserem Standardtext. Den können wir erstmal so lassen. Also ich markiere einfach hier irgendeinen bestimmten Abschnitt von dem Text. Gehe auf Neue Formatvorlage und gehe dann hier auf Name und gebe wieder meinen Namen ein. Wie wäre es mit
Kapitel Text. Okay. Den lassen wir erstmal so. Oder Moment, vielleicht ist es cleverer. Ich ändere das, dann sieht man nämlich gleich, was man geändert hat und nicht. Ich lasse jetzt mal Schriftgröße 11. Gehe auf OK. Markiere ich alles. Kapitel Text. Hier wichtig. Plus das untere markieren. Hier, ich möchte nämlich später Hochschule Visitaten, möchte ich in einer anderen Schriftart machen. Warte, schauen wir uns das hier an. Hier und hier habe ich das jeweils in einer anderen Schriftart, also Gymnasium in einer anderen Schriftart als die Vertiefungsfächer beispielsweise genommen. Genau. Um das zu erreichen, eben nur das untere markieren, hier auch das untere markieren, das zuweisen und hier nochmal, das kann etwas dauern. Aber ihr seht schon, es ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Markieren und zuweisen. Und hier können wir eigentlich alles jeweils markieren. Gut. Dann machen wir hier für die Überschrift eine eigene Formatvorlage. Was haltet ihr von? Ich mache es einfach mal Times und Fett. Nehmen das Kapitel unter Überschrift. Okay. Markiere das hier noch. Und das hier und das hier und das hier. Gut, fehlt noch unser Datum bzw. die Beschriftung hier. Die machen wir dann auch einfach mal Times und Kursiv. Gehen wieder auf neue Formatvorlage und ihr ahnt es vielleicht, ihr gebt jetzt nochmal einen Namen ein. Ich nenne es einfach mal Datum. Dann kriegt ihr sicherlich eine Fehlermeldung, weil dieser Name ist schon vergeben. Deswegen machen wir Datum, Kapitel Datum. Wie ihr das benennt, ist eigentlich Wurst. Nur ihr müsst wissen, wie, damit ihr das später dementsprechend zuweisen könnt. Markieren wir das hier, markieren das da und dann hier die Sprache auch noch in der Schrift. So. Gut, wenn ihr fertig seid, dann müsste das eigentlich so aussehen. Also nochmal zur Kontrolle. Wir haben jeweils unsere Überschriften in einer bestimmten Formatvorlage definiert. Wir haben hier unsere Unterpunkte in verschiedenen Formatvorlagen definiert oder denen in verschiedene Formatvorlagen zugewiesen. Genau. Gut. Jetzt geht es ein bisschen an den Feinschliff. Zuallererst möchten wir natürlich hier die Tabelle nicht mehr haben, weil die sieht ja nicht schön aus. Das heißt, wir markieren die komplette Tabelle. Können wir entweder so machen oder wir klicken hier oben auf auf diesen Pfeil. Dann ist alles markiert. Gehen auf Entwurf und dann hier auf Rahmen und wählen dann hier aus kein Rahmen. Jupp, und schon ist alles weg. Wem das jetzt ein bisschen zu unübersichtlich ist, der markiert wieder das Ganze, geht dann auf Layout und dann auf Rasterlinien anzeigen. Kann auch sein, dass es bei euch schon im Vornherein aktiviert ist. So oder so. Wenn man da draufklickt, sieht man dann, bei der Reinzoome, so hellblaue gestrichelte Linien. Diese Linien sind dann die Rasterlinien von der Tabelle. Diese Linien sind aber nur für uns jetzt da, werden später nicht gedruckt und auch wenn ihr ein PDF erstellt, verschwinden die. Einfach quasi nur jetzt da, damit wir es übersichtlich haben und damit wir einfach wissen, wie unsere Tabelle aussieht. Gut, als nächster Punkt möchten wir hier diese Überschriften in der Mitte haben von unserem Feld. Das heißt, wir markieren einfach mal komplett alles und gehen dann hier oben im Reiter Layout auf hier Ausrichtung und wählen dann die Mitte aus. Schon ist alles schön in der Mitte. Als nächstes möchten wir hier diese Spalte etwas kleiner machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre jetzt hier, wir gehen, klicken hier rein, wählen dann Schriftgröße sehr, sehr kleine aus, 4 oder 5. Ihr seht, ich habe das vorher schon mal gemacht. Genau, hier ist überall 4 und 4 und 4. Dann könnt ihr das hier ein bisschen kleiner schieben, so klein wie es geht. Vorteil ist, wenn man hier eine Schriftgröße 4 hat, dann ist jede Spalte gleich groß, weil selbst wenn ich das kleiner ziehen würde, bleibt die Spalte immer, die Zeile immer so groß wie die Schriftgröße und die ist in dem Fall 4. Also, haben wir das hier schon schön formatiert. Genau. Jetzt haben wir hier, wenn ich ein bisschen weiter rauszoome, sieht man es vielleicht deutlicher.
So, wenn ich es kleiner mache, haben wir dazwischen ja noch keinen Abstand zwischen unserem Text hier und dem, also dem Text und der nächsten Überschrift. Das wird alles noch sehr aufeinander zugekleistert. Das heißt, wir möchten hinter unserem normalen Standardtext hier einen Abstand einfügen. Dazu markieren wir den Text. Dann sehen wir hier, ah, das ist die Überschrift Kapitel Text. Rechtsklick da drauf und dann auf Ändern. Und jetzt haben wir hier unten in diesem Fenster links unten den Button Format. Gehen hier auf Absatz und klicken dann hier bei Abstand nach. Das heißt, nach dieser Formatierung soll ein Abstand eingefügt werden. Sehen wir es hier unten, sehen wir die Vorschau und machen einfach mal 6 Punkte. Sieht hier ein bisschen, wie der Abstand größer wird. Geht auf OK. Jetzt achtet mal hier auf den Abstand hier dazwischen. Okay. Und der ist deutlich größer geworden. Wenn ich die Tabelle jetzt mal kurz ausblende, dann sehen wir schon, wie das Ganze etwas ansprechender geworden ist. Wenn euch das nicht reicht, macht es vielleicht mal ein bisschen größer. Format, Absatz 12. Könnt ihr theoretisch auch 10 eintragen von Hand, wie ihr möchtet. Wundert euch dann, dass es nicht funktioniert. Okay, weiß auch nicht. Manchmal ist, wird einfach ein bisschen komisch. Okay. Und schon ist das Ganze etwas ja, schöner. Genau. Jetzt können wir von Hand noch theoretisch hier jeweils einen Absatz einfügen. So. Schon wirkt das Ganze noch etwas luftiger. Also so im Vergleich zu hier. So. Was jetzt vielleicht noch fehlt, Entschuldigung, was vielleicht noch fehlt, hier das Datum wollen wir vermutlich auch nicht hier mittig haben, sondern vielleicht obenbündig. Das heißt, wir markieren die Zellen, gehen hier wieder auf Layouts und machen das Ganze dann oben links ausrichten. Das ist etwas besser sortiert, hier auch und hier auch. So. Und jetzt sieht das Ganze doch eigentlich schon sehr schön aus. Machen wir vielleicht noch die Kapitelüberschrift anders, halt auch fett, eine Nummer größer. So. Und das war's. Das war's eigentlich schon alles, was ich euch jetzt zeigen möchte von den Grundprinzipien. Wir haben jetzt hier einfach so ein Standard-Layout, mit dem wir jetzt beliebig rumspielen können. Also zum Beispiel, wenn mir meine Kapitelüberschrift nicht gefällt, Rechtsklick, Ändern, finde Times altbacken, ich möchte Areal. Kein Problem, anklicken, vielleicht nicht kursiv, einfach so und fertig. Ne? Das Ganze geht sehr, sehr schnell. Wenn ich eine neue Info einfügen möchte, klicke ich einfach hier rein, Rechtsklick, einfügen und Zeile oberhalb einfügen und schon habt ihr hier Platz, um was Neues einzugeben. Also auch sehr, sehr flexibel, eben dadurch, dass wir mit einer Tabelle arbeiten. Jetzt habe ich euch versprochen, ich zeige euch noch, wie wir hier so farbige Linien oder Balken einfügen, beziehungsweise solche Striche oben drüber. Ja, kein Problem. sieht irgendwie auch ein bisschen linksbündig aus, ne? Könnt ihr theoretisch wahrscheinlich die ganze hier markieren, ein bisschen in die Mitte schieben. Ja, genau, also, ich markiere wieder kurz meine Tabelle, gehe auf Layout, Rasterlinien anzeigen. Und ich möchte euch zuerst zeigen, wie ihr hier das Ganze farbig machen könnt. Also das heißt, wir markieren einfach nur hier unsere Zeile, gehen dann auf Entwurf und dann hier oben auf Schattierung, auf das Feld. Kann ich hier eine Farbe auswählen, zum Beispiel Babyblau oder Braun oder Grau. Oder, naja, ich weiß ja nicht, worauf es steht, von mir ist auch Lila oder Pink, ist ja eigentlich wurscht. Machen wir es einfach mal Blau. Markiere ich alle Zeilen, die ich haben möchte und gehe auf Blau. So. Und schon habe ich es blau. Wenn ihr jetzt sagt, naja gut, ich zoome mal weiter rein, das hier oben wirkt etwas eng und ich hätte den Balken gerne etwas größer, dann geht ihr auf Start, geht hier wieder auf eure Formatvorlage ändern und dann könnt ihr bei Format Absatz das Ganze hier etwas größer machen. Ich mache es vielleicht mal 3 und 3 und jetzt müsste eigentlich, genau, ihr seht, der Bereich etwas größer werden. Dann vielleicht etwas schöner aus. Dip. Genau. Wenn ich das Ganze jetzt, wenn ich die Rasterlinie jetzt wieder ausblende. So. Seht ihr, wie es aussieht. Eigentlich doch ganz schön. Könnt ihr es auch wieder rausnehmen, wenn ihr wollt, den Abstand. Wie gesagt, das ist jetzt eure Basisvorlage. Spielt damit rum, wie ihr möchtet. Wenn ihr diese Balken nicht haben möchtet,
markiert ihr einfach das Ganze, geht auf Entwurm, Schattierung und wählt keine Farbe aus. Ihr könnt jetzt aber auch diesen Balken hier drüber machen, zum Beispiel. Dazu wählt einfach wieder die Zelle aus, die, die und die. Und dann fügen wir, gehen wir auf Entwurf und fügen oben drüber eine Linie ein. Dazu gehen wir auf Rahmen. Wichtig ist, dass ihr nur diese Zellen hier markiert habt. Geht auf Rahmen und dann Rahmenlinie oben. Ja, sehen wir schon die Rahmenlinie oben. Ihr könnt dann noch die Farbe variieren, die Dicke, von mir aus etwas dicker, oder 2 und nur jetzt als Beispiel rot. So, klickt nochmal auf Rahmen und dann seht ihr, ja, haben wir 2 Linien eingefügt. Oder was natürlich auch geht, ihr könnt anklicken und könnt daneben auch noch eine Rahmenlinie machen. Dann sieht das Ganze so aus. Vielleicht auch schön für den einen oder anderen. Ja, also der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Zu guter Letzt noch, wie füge ich mein Foto ein? Ich gehe auf das Foto, hier unser Minion, Steuerung C, Steuerung V, Steuerung V, Steuerung C und Steuerung V. Okay, dann habe ich es hier. Mache einen Rechtsklick da drauf und wähle dann Zeilenumbruch und vor den Text. Wunderbar. Und dann kann ich das Ganze hier größer oder kleiner schieben, wie ich möchte. So, und dann einfach an die Stelle hin platzieren. Kleiner Tipp noch. Wenn euch der Bild, wenn euch der Ausschnitt jetzt nicht gefällt, dann könnt ihr das Ganze einfach ändern. Ich mache es ein bisschen größer, damit ihr es besser seht. So. Markiert das Bild, geht dann hier oben auf Layout, nee, auf Format, Entschuldigung, geht auf Format und dann hier auf Zuschneiden. Wenn ihr da dann draufklickt, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr zuschneiden und dann könnt ihr das ganze Bild ein bisschen kleiner machen, so wie es euch am besten gefällt. So zum Beispiel. Gut. Je nach Word-Version ab 2010 habt ihr dann im Hintergrund auch noch dieses graue Bild und könnt es theoretisch noch ein bisschen verschieben. Bei 2007 und 2003 gibt es, glaube ich, diese Möglichkeit noch nicht. Müsst ihr einfach schauen. So. Wenn ich jetzt wieder irgendwo hinklicke, seht ihr, wie nur dieser Bildausschnitt übernommen wurde, dann kann ich das so platzieren, wie ich möchte. Genau. Gleiches übrigens würde für die Unterschrift gelten. Ich mache es mal kurz vor. Starte Paint. Angenommen, ich habe jetzt hier meine Unterschrift, die ich vielleicht ein bisschen dicker mache, einfach nur als Test. Test, auswählen, markiert es, Steuerung C, geht dann hier rein, Steuerung V, so, Rechtsklick drauf, Steuerung V, Rechtsklick drauf, Zeilenumbruch und vor den Text und dann kann ich meine Unterschrift so platzieren, wie ich es haben möchte. Genau. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das hat euch etwas geholfen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Comments posten. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß mit diesem Tutorial. Vielleicht bis bald. Macht's gut. Tschüss.